Ja, herzlich willkommen zu diesem Vortrag rund um das Thema Analytics, wie ihr mehr Informationen für eure Webseite oder aus den Besuchenden eurer Webseite erholen könnt. Wer von euch wandert gerne? Wer von euch hat schon mal eine Entscheidung getroffen? Also, wenn man sich dieses Bild hier anguckt, dann drängt sich nahezu wirklich auf, dass wir irgendeine Entscheidung treffen müssen. Und genau das ist es im Endeffekt. Warum würden wir uns für den rechten oder für den linken Weg entscheiden? Wer von euch würde jetzt den rechten nehmen? Wer den linken? Die anderen? Okay, Gegenprobe, perfekt gelöst. Warum? Schöner Ansatz. Im Endeffekt geht es genau immer darum. Es geht immer darum, dass wir eine fundierte Datenbasis haben, warum wir was machen. Und in der Webanalytics sind das natürlich ganz einfach Zahlen. Zahlen, die wir halt eben messen, die wir erheben wollen und die wir ja schlussendlich einsetzen wollen. Und ob wir diesen Zahlen vertrauen können, das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich war zwar nicht letztes Mal vor Ort, aber ich habe halt eben live mich eingebeamt in den Joomla Day. Und wenn ihr diese Information nochmal haben wollt, schaut mal beim YouTube rein beim Joomla Day auf diesen Vortrag. Dann habt ihr nochmal so ein bisschen Hintergrundgeschichten, warum und wieso bestimmte Dinge hier funktionieren oder auch nicht. Denn heute möchte ich mich um ein paar andere Sachen kümmern. Erstmal, wer bin ich eigentlich überhaupt? Warum erzähle ich hier überhaupt was zu diesem Thema? Ja, ich bin mittlerweile schon so ein Urgestein im Internet, seit über 25 Jahren selbstständig und noch ein bisschen länger im Internet aktiv. Und mein Steckenpferd, gerade im Bereich der Analytics, ist natürlich, ja, der ein oder andere kennt es schon, Matomo. Und Matomo ist für mich halt eben, was das Web-Analytics angeht, das Tool der Wahl, weil es Open Source ist. Open Source liebe ich. Und ja, ich bin hier so ein bisschen der Einsiedler auf weiter Flur, weil mein CMS ist eben Contao. Aber wir alle zusammen, Joomla, Contao, alle verschiedenen Systeme, die im Open-Source-Segment unterwegs sind, sind halt auch im CMS-Garden aktiv, deswegen auch dieses wunderhübsche Hütchen, was ich hier aufhabe. Und das ist halt eben genau der Punkt, warum wir halt eben unter anderem zusammen hier sind. Ansonsten gebe ich halt eben mein Wissen gerne in verschiedenen anderen Plattformen preis, unter anderem der AFS Akademie, dem OMT, bin auch OMT-Botschafter und biete halt eben dort verschiedene Möglichkeiten an, sich weiterzubilden. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Warum machen wir eigentlich die Webanalyse? Als allererstes, ich nehme mal das Hütchen ab, das wird mir langsam zu warm hier. Warum machen wir überhaupt die Webanalyse? Wir wollen natürlich irgendwas herausfinden, weil das, was wir nicht messen, können wir halt eben auch nicht kontrollieren. Und was wir nicht kontrollieren können, ja, das können wir schlussendlich auch nicht optimieren. Und wenn wir nichts optimieren können, dann bleiben wir wahrscheinlich irgendwo auch in unseren Sales an einem Punkt hängen, wo wir sagen, schade eigentlich, könnten wir vielleicht mehr draus machen, weil wir haben viel mehr Besucher auf der Seite oder wissen wir das eigentlich überhaupt? Und deswegen das Thema mit dem Bauchgefühl, was wir nur vermuten, Entschuldigung, das funktioniert nicht. Wir müssen es halt eben irgendwie kontrollieren. Und ich bin so ein bisschen auf der Suche gewesen, nochmal den Hintergedanken zu dem Thema, was oder wobei hilft uns die Analytics eigentlich? Und bin unter anderem über eine Webseite gestolpert, wo das dran steht als Grund für die Web-Analytics. Seid ihr wirklich der Meinung, dass das eine Sache ist, die wir mit der Web-Analytics klären können? Können wir herausfinden, was der Kunde von unserer Webseite erwartet oder gar was der Kunde für Wünsche hat? Also, ich habe da meine Zweifel. Der dritte Grund, der auf der gleichen Webseite stand, ist dieser hier. Da sah ich mir so, ja, können wir ein bisschen beantworten. Fakt ist, nur das, was wir wirklich halt eben messen können, das können wir irgendwie auch mit der Webanalyse beantworten. Sowas wie Wünsche? Entschuldigung, das ist keine Glaskugel, die wir hier produzieren. Das funktioniert nicht. Also dementsprechend, nee, auf alles kann die Webanalyse keine Antwort geben. Wir müssen an vielen Stellen nochmal zusätzliche Daten reinholen. Und deswegen, die meisten Leute fangen genau damit an. Mit dem Messen. Wir schmeißen mal Google Analytics rein, Matomo, E-Tracker, was auch immer.
Und dann, das Tool macht doch schon was, das kann doch alles, wozu muss ich mich um was kümmern? Ja, wenn wir das so rummachen, ist das leider meiner Ansicht nach der falsche Ansatz. Wir sollten vorher erstmal überlegen, was wollen wir eigentlich überhaupt messen? Was wollen wir eigentlich wissen? Deswegen fange ich gerne mit den Kundenprojekten hier an, beim Definieren. Nämlich genau das, was wollen wir eigentlich wissen. Und erst wenn wir das gemacht haben, gehen wir den Schritt weiter und sagen, okay, jetzt können wir loslegen, jetzt können wir messen. Dann kommt der Lifecycle in Schwung. Nachdem wir gemessen haben, müssen wir erstmal die Zahlen analysieren. Dann interpretieren, weil, also haben wir vielleicht letzte Woche einen Feiertag in der Woche gehabt? Sind deswegen unsere Sales möglicherweise durch die Decke gegangen oder genau umgekehrt im Keller versunken? Haben wir deswegen so eine schlechten Abschlussraten, weil halt eben irgendetwas außerhalb unseres Machtbereiches drin lag? Haben wir vielleicht ein Newsletter verschickt und haben deswegen wesentlich mehr Kontaktanfragen gehabt? Wusste bloß keiner, dass der verschickt wurde? Also, das sind alles so Fragen, die müssen wir halt erstmal interpretieren. Einfach nur die Zahlen zu nehmen und zu sagen, das passt schon. Nee, haut nicht hin. Und deswegen der nächste Schritt danach, wenn wir das dann interpretiert haben, ja, jetzt können wir endlich sagen, was wir verbessern wollen. Und genau das machen wir dann in einem dauerhaften Lifecycle. Und all das Ganze dreht sich dann um ein einziges Thema. Das, was ihr auch auf den Blöcken zu sehen habt, ganz oben. Ziele. Ohne Ziele wird das Ganze einfach nichts werden. Und deswegen, ja, schauen wir uns erstmal an, was gibt es eigentlich überhaupt für Metriken? Und jetzt kann ich die alle aufzählen. Anzahl der Seitenansichten, ba, 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 ba. Ich mache kein betreutes Lesen, habe ich keinen Bock drauf. Das könnt ihr selber machen oder euch nachträglich anschauen. Aber ein paar Sachen möchte ich an der Stelle mal aufzeigen. Unter anderem erstens die Absprungrate. Die Absprungrate ist so eine Metrik, die war bei Google Analytics 3 sofort präsent. Bei Matomo ist sie genauso da. Google Analytics 4 hat gesagt, zur Absprungrate, nö, zeige ich dir nicht an, vergiss es. Und dann kam der große Aufschrei. Alle wollten die Absprungrate sehen. Aber die meisten wissen gar nicht, dass die Absprungrate leider Gottes eine sehr doofe Metrik ist. Weil weder Google Analytics noch Matomo kann von Hause aus die Absprungrate richtig bemessen. Weil, ja, ich merke, der Nutzer kommt auf meine Seite. Juhu, ich habe ein Page-View. Aber dann ist still ruht der See. Was macht der Nutzer? Das muss ich mit Ereignissen reinspielen. Wann geht der Nutzer raus? Muss ich vielleicht mit einem Heartbeat reinspielen oder mit anderen Techniken reinspielen? Die Technik selber kann das erstmal nicht messen. Deswegen müssen wir uns darum kümmern. Und das Gleiche, so eine Metrik hier, durchschnittliche Seitenladezeit. Core Web Vitals. Wer hat schon mal davon gehört? Das ist so die Standardmetrik im Bereich Suchmaschinenoptimierung, wenn es dann darum geht, dass Google sagt, ja, deine Seite ist cool oder schlecht. Und ganz ehrlich, beschäftigt euch mal damit, weil ich hasse nichts mehr als eine Webseite, die einlädt und dann ist da so ein Button und ich drück gerade hin und schwupps ist da eine Werbung und ich drücke auf die Werbung. Cool. Das gehört auch in diesen Bereich Core Web Vitals rein, Seitenladezeit rein. Aber verlasst euch nicht auf so eine Werte in so einem Analytics-System. Verlasst euch auch nicht auf diese Werte, die in der Google Search-Konsole drin sind, weil das sind, ja, einzelne Messwerte, können extrem abweichen. Ein einziger Surfer auf einem ganz einfachen Smartphone, irgendwo in der Pampa, wo nur Edge-Geschwindigkeit ist, der aber auch Tatsache das Durchhalteverhalten hat, die Seite nach 40 Sekunden immer noch laden zu wollen, hatte ich letztens gehabt. 1 Stunde 30 hatte eine Seite Ladezeit. Ich möchte den Typen gerne kennenlernen, persönlich. Echt, den möchte ich gerne anschütteln. Wie hat der das geschafft, 1 Stunde 30 darauf zu warten, bis die Webseite fertig geladen war? Ich glaub's nicht, aber okay, die Software sagte, das gab einen Nutzer. Und dieser eine Nutzer hat auf einmal die Seitenladezeit für meine gesamte Seite an dem Tag auf über 30 Sekunden pro Request hochgepumpt. Ja, hallo, da bekomme ich doch Hitzepickel. Also von daher, so eine Werte einfach mal nicht einfach als es ist nehmen, sondern wirklich entsprechend überprüfen. Wie sieht es denn hiermit aus? Neu und wiederkehrende Besucher. Dürfen wir die Consent freimessen? Right, dürfen wir nicht. Weil der consentfreie Modus Reichweitenanalyse ohne Consent sagt ganz klar,
Das dürfen wir nur machen, wenn wir den Nutzer maximal 24 Stunden wiedererkennen. Danach muss dieser Nutzer wieder für uns vollkommen anonym sein. Wir dürfen keine Historie speichern oder. Das heißt, diese Metrik geht uns in jedem Fall verloren, wenn wir konsentfrei arbeiten wollen. Müssen wir aber nicht. Wir können ja hybrid arbeiten. Das heißt, konsentfrei starten und dann fragen wir den Nutzer, darf ich dich erfassen? Vielleicht noch mit so einer Art Late-Consent, erst dann, wenn er ein bisschen mehr auf unserer Seite was gemacht hat. Das nervt ihn nicht, dass sofort dieser Consent-Banner vor die Nase kommt. Das ist eine coole Idee. Vielleicht mal überprüfen, ob das bei euch geht. Und dann können wir das halt eben zumindest für einen Anteil wieder machen. Und ja, wie ich schon sagte, Absprungrate. Absprungrate ist eine ganz wichtige Sache. Jetzt steht da aber Aufenthaltsdauer pro Besuch. Das hängt beides miteinander zusammen. Wenn ich die Absprungrate nicht vernünftig messen kann, dann ist doch die Aufenthaltsdauer pro Besuch im Eimer. Weil ich weiß ja nicht, ob der Nutzer auf der Seite geblieben ist, was gemacht hat. Ergo spielen viele Systeme 0 Sekunden Aufenthaltsdauer rein, obwohl der Nutzer 3 Minuten auf der Seite gewesen ist. Sollte man sich genauer überprüfen, dass die Daten besser werden. Unter anderem alles in dem Vortrag vom letzten Jahr mit drin. Gut, weitere Metriken. Das typische Browser-Ballett, wie ich es immer so schön nenne, alles was aus dem User-Agent kommt, ob wir Vertrauen oder darauf haben, was da gesendet wird oder nicht, ist jetzt mal irrelevant. Fakt ist, diese ganzen Daten dürfen wir konsentfrei erfassen, weil sie standardmäßig mitgeschickt werden. Anders sieht es mit diesen beiden Metriken aus. Bildschirmauflösung, installierte Erweiterungen, wird schwierig, weil darauf müssen wir auf das Endgerät zugreifen und das dürfen wir nur nach einem Consent. Ergo, die beiden Sachen sollten wir ein bisschen hinterfragen, ob das wirklich eine gute Sache ist, diese Sachen reinzuziehen. Wie sieht es hiermit aus? Dürfen wir das konsentfrei messen, die Herkunft der Besucher? Jupp, dürfen wir, weil auch diese Daten werden von Hause aus einfach mitgeschickt. Das ist der Referral, der mit übertragen wird. Das sind die UTM-Parameter, die mit übertragen werden. MTM-Parameter, wenn man mit den Matomo-Techniken arbeitet. Ansonsten an der Stelle kein Problem. Aber jetzt gibt es noch ganz viele Sachen. Also das ist alles out of the box. Aber jetzt wird es interessant. Wie sieht es mit der internen Suche aus? Habt ihr eine interne Suche in der Webseite? Wer hat eine Webseite, wo eine interne Suchfunktion drin ist? Gut. Wer von euch misst auch die Anzahl der Treffer? Das ist schade. Das ist mega schade, weil eure Nutzer haben einen Suchintent auf eurer Webseite. Möglicherweise ist der Suchintent ein bisschen verbogen, weil sie einfach mal Couch mit K schreiben. Aber dann wäre es cool, wenn eure Webseite in der Suche auch darauf antworten würde. Nur wenn ihr nicht wisst, worauf die Nutzer suchen und keine Ergebnisse bekommen, dann ist das schade. Ich habe einen Kunden gehabt, wo wir das eingeführt haben und Online-Shop. Supergeile Suche. Artikel werden echt klasse gefunden. Doof nur, dass ein Großteil der Kunden über 1000 Kunden pro Monat nach Versandkosten gesucht haben. Und es gab keine Versandkosten in diesem Shop. Ja, entschuldigen, nein, Versandkosten gab es schon. Nur, die Informationen zu dem Thema Versandkosten waren nicht in der Suche abgebildet. Das heißt, wir wussten auf einmal, huch, da suchen 1000 Leute pro Monat nach Versandkosten und 800 Leute springen danach ab, weil sie nicht fündig werden, weil null Suchergebnistreffer da sind. Dann wurde die Suche umgestellt, Versandkosten-Informationsseite wurde mit angezeigt. Wir hatten auf einmal nur noch sehr wenige Absprünge an der Stelle. Hilft also enorm. Und dementsprechend interne Suche bitte optimieren. In jedem Fall optimieren, dass die mitgetrackt wird, dass die Anzahl der Suchergebnisse mitgezählt werden. Bei Google Analytics weiß ich jetzt gar nicht, wie man das genau macht. Bei Matomo ist das sehr, sehr einfach. Geht einfach mal auf meine Webseite, da findet ihr einen entsprechenden Code. Ereignisse. Interne Suche ist im Endeffekt ja auch ein Ereignis, aber wir nehmen jetzt hier mal die ganzen anderen Geschichten, Interaktionen mit Elementen. Wer von euch hat Ereignis-Tracking auf der Webseite, damit er weiß, okay, welche Call-to-Action-Elemente wirklich angeklickt werden? Sehr gut. Weiter ausbauen. Komme ich gleich noch darauf ein, wie wir das genau machen. Und wie sieht's hier aus? Wer misst seine Formulare auf der Webseite? Na ja, gut. Bitte? Okay. Formular-Tracking ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil wir damit halt eben mehr darüber Informationen bekommen, wie unsere Webseite auch genutzt wird.
Wem sagt dieser Begriff etwas? Inhaltserkennung? Inhaltserkennung ist eine sehr coole Möglichkeit zu identifizieren, wie weit der Nutzer mit der Webseite interagiert. Bei einem eigenes Tracking weiß ich nur, okay, es wurde geklickt. Die einzige Korrespondenzvariable dazu ist die Anzahl der Seitenviews, also der Page-Views. Nein, nee, nee, das kommt noch später. Inhaltserkennung ist noch eine Ebene dazwischen, die darf ich in jedem Fall auch ohne Consent machen. Aber die anderen Sachen, wird schwierig. So, Dimensionen sind zusätzliche Variablen, die wir an Matomo übergeben können und dementsprechend mehr Informationen halt auch wieder erfassen können. Ziel und Conversions muss ich definitiv mich selber drum kümmern. Wenn ich das mache, bekomme ich sowas wie eine Conversion Rate als zusätzliche Metrik. Und wenn ich ein E-Commerce-Shopping habe, na dann bitte dann auch diese Daten natürlich reingeben. Achtung! Es gibt eine Grauzone, wo es heißt, ich darf nicht das gesamte E-Commerce-Tracking ohne einen Consent an eine Web Analytics übergeben. Das hängt so ein bisschen vom Datenschutzbeauftragten ab, wie der das halt eben genau sieht, aber im Zweifelsfall sowas wie Aufnahme eines Artikels in den Warenkorb darf ich in jedem Fall als Aktion übernehmen. Da habe ich bis jetzt noch keinen Datenschutzbeauftragten gesehen, der das nicht erlaubt hätte. Aber ob ich weiß, welcher Artikel explizit mit reingenommen wurde, kann schwierig werden, je nachdem, was für Artikel ihr habt. Wenn das genderneutrale Artikel sind und biasneutrale Artikel sind, kann der Datenschutzbeauftragte sehr wohl sagen, ja, kannst du machen, weil ich damit keinen Rückschluss auf das Geschlecht der Teilnehmenden habe oder ähnliche. Oder wenn ich gar Gesundheitsprodukte habe, in so einer Apotheke würde ich ganz ehrlich abraten, ein detailliertes Shop-Tracking zu machen, weil dann kann ich schon sehr, sehr genau einzelne Custom Groups halt eben identifizieren. Aber um den ganzen Kram müssen wir uns selber kümmern. Wenn wir das nicht tun, schade, dann verzichten wir auf dieses gesamte Wissen. Und jetzt muss ich eine kleine Lanze für unsere fünf Tore brechen. Ja, okay. Fünf Attributionskanäle, die wir haben. Denn wir müssen natürlich immer gucken, woher kommen denn eigentlich unsere Benutzer? Wir haben verschiedenste Kanäle, über die die Nutzer auf unsere Webseite kommen. Und wir müssen wissen, dass nahezu jedes Analytics-System nach diesem Prinzip funktioniert. Last-Click-Attribution. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der letzte Klick gewinnt. Kurz und einfach. Aber eigentlich müssten wir es ein bisschen korrekter sagen. Es wäre eigentlich das hier. Last-Click, Non-Direct. Was das genau heißt, das ist das hier. Wir geben Kohle aus. Wir holen mit Google Ads oder Co. halt eben den Benutzer auf unsere Webseite. Unser Tracking-System weiß, juhu, Kampagnenparameter, genial, wir wissen, woher er kommt, was für eine Kampagne er geklickt hat, wo wir Geld investiert haben. Der Nutzer geht weiter durch unsere Webseite, alles ist schön, wir wissen immer noch, dass er über die Kampagne gekommen ist. Und dann, ja, cool, der kauft, geil, PayPal, Stripe, keine Ahnung was, und der Kunde kommt zurück und schade. Ich wusste mal, er kam über eine Kampagne, jetzt weiß ich es nicht mehr, weil jetzt kommt er angeblich von PayPal. PayPal hat überhaupt keinen Link auf mich, verdammte und so. Ich habe den noch dahin geschickt. Warum ist der jetzt auf PayPal attribuiert? Das war der letzte Klick. Referral schlägt in dem Fall das vorherige Kampagnen-Tracking. Ergo, ihr müsst dafür sorgen, dass diese Quellen aus dem Referral-Programm rausgenommen werden, damit es weiterhin standardmäßig auf unserem Hauptsystem attribuiert ist, nämlich eben in dem Fall im Kampagnen-Tracking. Und was heißt jetzt Last Click Non-Direct? Das heißt das hier. Auch wieder. Wir geben Kohle aus, Nutzer kommt rein, wir wissen, klasse, über Kampagnen reingekommen. Jetzt verschicken wir eine E-Mail, Newsletter-Anmeldung, typische Geschichte, Opt-in. Also, Kunde kommt rein, nimmt sein E-Mail-Programm, klickt drauf, perfekt, ist ein direkter Zugriff, er bleibt attribuiert auf meine Kampagne. Gibt es da so Webseitenanbieter wie GMX oder mail.google.com? Die machen was? Die haben einen Webmailer. Wie viele Nutzer nutzen einen Webmailer? Das sind verdammt viele. Die installieren sich kein Programm, sondern sie benutzen eine entsprechende Geschichte, einen Webmailer und dann, boom, wieder ein Webreferral. Ich weiß schon wieder nicht mehr, dass er bei Google Ads gekommen ist. Dumm gelaufen. Also, verschiedene Sachen müsst ihr rausräumen, quasi ausschließen als Referral.
regelmäßig mal in die Website-Referrals reingehen, gucken, was sind denn da Webseiten, die ihr definitiv doch nicht haben wollt. Im Übrigen auch eure eigene Attribution. Wenn ihr mit Subdomains arbeitet, zerstört ihr euch selber. Gerade letztens einen Kunden gehabt, der hat gesagt, irgendwie unser Kampagnen-Tracking funktioniert überhaupt nicht. Wir haben nicht eine einzige Conversion da drauf. Ja, ist klar. Der Registrierungsprozess ist auf einer anderen Subdomain. Das wird nicht durchgereicht, diese ganze Geschichte. Also von daher, die Conversion, die ausgelöst wurde, hat er sich selber durch die Registrierung auf einer Subdomain kaputt gespielt. Also von daher auch da entsprechend drauf achten. Gehen wir kurz die einzelnen Kalene mal durch. Website Referral, alles was irgendwo als Referral reinkommt und eben nicht in den Bereichen Social Media und Suchmaschinen-Traffic reingezählt wird, was wir in den meisten Fällen nicht beeinflussen können, ist ein Website-Traffic. Also von daher, da mal reingucken, was da passiert. Also, soziale Netzwerke, manche tauchen auf, manche tauchen nicht auf. Kleiner Tipp an der Stelle, eine kostenlose Erweiterung innerhalb von Matomo. Der Referral Manager hilft euch dabei, diese Bereiche soziale Netzwerke, Suchmaschine weiter zu optimieren. Das heißt, da müssen wir gucken. So, und schlussendlich Kampagnen müssen wir selber steuern. Kampagnen-Tracking. Wenn ihr euch das noch nicht auf die Fahne geschrieben habt, damit zu arbeiten, macht es. Und attribuiert wirklich jeden Link, den ihr irgendwie rausgebt. Wer hat Instagram-Profil? Wer hat in dem Instagram-Profil seinen Link auf seine eigene Webseite mit Kampagnen-Tracking versehen? Okay. Gegenpolfrage. Wer hat ein Google-Business-Profil, also sprich in Google Maps irgendwie einen Eintrag drin? Da ein Kampagnen-Tracking dran? Gut. Da gehört es auf jeden Fall ran. Wo gehört es noch ran? Wer schreibt E-Mails? Das glaube ich jetzt nicht. Okay, also, ja. Wer hat in seiner Footer-Signatur ein Kampagnen-Tracking drin? Ihr habt doch einen bestimmten Link auf eurer Website, oder? Wer hat da einen Kampagnen-Tracking-Link dahinter gelegt? Warum nicht? Das ist Wissen, was ihr verschwendet, weil ihr habt mit jemandem Kontakt. Dann trackt doch bitte auch, ob der auf eure Webseite gegangen ist, nur mit der einfachen Information, ja, er kam über meine E-Mail. Das ist relevanter Traffic, den ihr rausrechnen könnt, weil die Kunden haben ja schon Kontakt mit euch. Es ist kein direkter Aufruf. Es ist ein Klick auf eine E-Mail-Signatur. Messt es bitte. Weil alles andere versandet hier oben. Im direkten Traffic. Direkte Zugriffe. Da hinten ist eine Frage. Inwiefern? Das ist die Frage ist, warum wir also Last-Click-Attribution haben. Das ist grundsätzlich das, was voreingestellt ist in den verschiedenen Systemen. Ob das jetzt Matomo ist, ob das halt Google ist oder. Bei Google können wir je nachdem noch mit so einem Art Attributionsmodell gucken, dass wir so eine Badewannen-Attribution machen über mehrere Schritte hinweg und ähnliches. Bei Matomo gibt es dafür auch eine entsprechende Erweiterung, dass wir also auch da halt eben die verschiedenen Attributionswerte einzeln sehen können. Per Default ist es aber so, dass halt immer Last-Click-Attribution gewählt wird. Und es gibt die Möglichkeit in Matomo über einen Konfigurationsparameter zu sagen, dass die First-Click-Attribution kommt. Aber das muss ich explizit einstellen, ansonsten bleibt es immer auf Last Click. Das ist so eine Vorgabe, das hat irgendjemand sich ausgedacht, fand das cool. Man muss es bloß wissen. Aber wie gesagt, alles andere versandet immer im direkte Zugriffe Traffic. Und das ist schade, wenn da halt eben eure eigenen Aktivitäten drin versanden. Oder umgekehrt, wer von euch macht Social Media Postings und hat keine Kampagnenparameter dran? Das heißt, ihr versandet in dem Kanal soziale Netzwerke mit euren eigenen Aktivitäten. Da gehört aber bitte meiner Ansicht nach, so sehe ich das so, wir können es anders sehen, nur der Traffic rein, der von anderen Nutzern, also so typische Web 2.0-Thematik, von anderen Nutzern wirklich verwendet wurde oder gesetzt wurde. Mein eigener Traffic, den möchte ich bitte messen. Ich möchte gerne wissen, ist das, was ich an Personal aufgewendet habe, an Zeit aufgewendet habe für ein Social Media Posting, ist dieses Posting gut angekommen? Klicken die Leute da drauf? Oder ist das eher so ein Posting, was so, naja, geht? Weil ich habe in LinkedIn und Co. halt nur Statistiken darüber, wie viele Views ich generiert habe. Also ich sehe da zumindest bisher keine Klickstatistiken, wie viele Leute über diesen Link rausgegangen sind.
Wäre aber nochmal interessant, wer darüber wirklich reingekommen ist und schlussendlich bei euch auch Geld gelassen hat. Also von daher nicht nur Kampagnen-Tracking mit UTM- oder MTM-Parametern bestücken, sondern auch eigene Geschichten. Und da der kleine Tipp, URL-Shortener. Eine coole Geschichte, weil mit einem URL-Shortener habt ihr die Möglichkeit, erstens jederzeit später noch UTM-Parameter nachträglich zu ändern. Und zum Zweiten sehen die Dinger viel geiler aus als so ein 500 Kilometer langer UTM-getrackter Parameterlink. Und wenn das Ding dann halt zum Beispiel go.meinedomain.de heißt und dann dahinter noch ein schöner redender Name des Links, dann sieht das auch noch in der Social-Media-Anzeige richtig geil aus. Also, vielleicht mal machen. Gut. Ja. Ja. Was ist denn jetzt, wenn ich diesen UTM-Parameter, diesen Short-Parameter eintrage? Mhm. Kann das dann auch Analytics dann direkt als Referrer dann messen? Oder? Du postest in deinen Nachrichten einen URL-Shortener-Code. In dem URL-Shortener expandierst du den Nutzer oder leitest du den Nutzer auf die eigentliche Zielseite weiter und da hängen dann schon die UTM-Parameter dran. Das heißt also, der Nutzer klickt in den Social-Media-Geschichten auf den Kurzcode, kommt auf den URL-Weiterleiter, der packt die ganzen Parameter richtig dran und damit kann Google Analytics oder welches andere System auch immer mit diesen UTM-Parametern arbeiten. Also ich setze die UTM-Parameter dann in den URL-Weiterleiter rein. Korrekt. Okay. Genau. Ja. Das kann ich gar nicht. Ja. Gut. Ja, genau. Messen von Ereignissen. Typisches Prinzip. Was gibt es hier auf dieser Seite für potenzielle Ereignisse, die ich mir angucken möchte? Ganz klar, unten erstmal Terminvereinbarung, Call to Action. Was passiert dann? Ich leite auf die richtige Seite weiter. Hoffentlich wird daraus auch ein Termin, den er bucht. Wie sieht es hier oben mit aus? Wer von euch hat schon mal Navigationselemente getrackt? Macht ihr das dauerhaft? Ja, worüber du das machst, ist ja jetzt irrelevant, aber machst du das dauerhaft? Hast du Webseiten, wo du dauerhaft die Links oder die Ereignisse auf der Kopfnavigation? Gut, wie oft wertest du dann diese Werte aus? Naja, wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, generelle Links. Also ich bestimmte Sachen, dass ich sage, hat jemand auf den Karriere-Button geklickt, halte ich jetzt mal davon raus. Das ist für mich ein Call-to-Action-Element. Aber so generelles, was machen die Nutzer mit meiner Navigationsgeschichten, würde ich niemals dauerhaft laufen lassen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich ertrinke dann in Daten und werde sie eh nicht auswerten. Und wenn ich in Daten ertrinke, dann bitte raus damit, weil jeder einzelne Bit, den wir übertragen an Tracking, den wir haben, Ereignis-Tracking und, hat einen kleinen großen Nachteil. Wir fällen damit den nächsten Baum, weil CO2-Bilanz ist halt einfach mal unterirdisch, wenn wir halt wirklich Millionen von Events halt tracken. So eine Elemente, würde ich sowas tracken? So ein, ja, Design-Element? Temporär ja, weil ich mal wissen möchte, ob die Nutzer da draufklicken. Und ja, kann euch sagen, also bei mir funktioniert das Ding. Regelmäßig klicken da Leute drauf. Wie sieht's aus mit solchen Geschichten, solchen Vernetzungssachen? Würde ich auch sagen, das ist eher so ein Standard-Call-to-Action-Element. Nutzen die Nutzer das Ganze? Wie sieht's mit der aus? Mit Telefonnummern? Mit E-Mail-Adressen? Ja, zwangsläufig. Aber auch dauerhaft, ne? Dauerhaft. E-Mail-Adressen, Telefonnummern gehören zu den Lead-Generatoren. Das ist genauso wie Absender des Kontaktformulars. Das ist etwas, was ich definitiv dauerhaft messe und was ich auch bitte als Ziel definiere. Weil es ist eine ganz klare Intent, den der Nutzer hat. Ja, ich möchte da gerne was machen. So, wie sieht es hiermit aus? Runterladen von Software. Ja. Auch eine Zielerreichung potenziell. Also, so zusammengefasst, diese Sachen würde ich in jedem Fall messen. Ausgehende Links, ja, auch, aber schon sehr zielgerichtet. Wenn ich ganz genau wissen will, okay, auf welchen Partner wurde was verlinkt, dann gerne messen. Ob es auf Karriereportal gegangen ist, auch gerne messen. Aber nicht generell. Also, das ist so, Matomo misst es generell mit. Muss man sich angucken, ob diese Auswertung vernünftig ist. Schauen wir mal. Wie sieht es hiermit aus? FAQ-Elemente? Interaktionen mit solchen Ziehharmonika-Elementen? Gerne messen. Gerne mal anschauen, ob die wirklich verwendet werden. Weil häufig sind die Designer sehr cool. Die designen da so super geile Sachen, die dann keiner versteht.
Und damit kann man nachweisen, ob das wirklich funktioniert, ob die Leute das nutzen oder ob sie doch wieder oder eher an der Telefonhotline hängen und wieder Menschenressourcen, Human Resources, wie es so schön heißt, verbrauchen. Bildergalerien? Dauerhaft Bildergalerien überprüfen? Ja, wenn ich sie eingerichtet habe, gucken, ob sie funktionieren, ob die Nutzer sie verstehen. Gerne, aber nicht dauerhaft. Wie sieht es damit aus? Ja, Lead Conversions, auf jeden Fall. Und wer von euch macht sowas? Interaktionsmessung auf Formularen? Sehr gut, weil ich zeige euch gleich da noch eine kleine Erweiterung von Matomo. Sollten wir uns auf alle Fälle ansehen. Aufnahme von Artikeln in den Warenkorb, hatte ich schon gesagt. Consentfrei auf jeden Fall möglich. Welcher Artikel aufgenommen wurde? Eher schwierig. Videos. Ja. Schaut euch mal an, ob die wirklich verwendet werden auf der Webseite oder ob das einfach nur schmückender Ballast ist. Und sowas hier. Lesezeit-Trigger. Sehr gute Metrik, um zu gucken, ob die Seiten wirklich vernünftig verwendet werden. Wie sieht es hier mit aus? Scrolltiefe? Ja, voll. Echt? Ich mache mal einen Schnelldurchlauf. Meine Webseite hat verschiedene Scrolltiefen-Events. Und hier sehe ich schon mal 5%. Wenig, oder? 25% habe ich mehr. Warum ist das so? Scrolltiefen-Events werden nur ausgelöst, wenn sie auch wirklich zum Scrollen erreicht werden. Und 5%, meine Webseite ist häufig so kurz, sind 5% oder gar 25% sofort im Viewport. Also keine so wahnsinnig tolle Metrik. Und wir sind uns alle einig, das ist 100% meiner Webseite, oder? Also wenn ich bis runter gescrollt habe, ist 100% erreicht. Also ist da oben 25%. Wie sieht es denn mit dieser Seite aus? Wo sind denn da die 25%? Okay, ich hole sie mal ein bisschen dichter ran. Das sind die 100%. Ich hole sie dichter ran. Die 25% sind hier. Also nicht mehr wie bei der ersten Seite da oben, sondern da. Die beiden Seiten kann ich von der Prozentzahl her nicht wirklich miteinander vergleichen. Was wird jetzt damit? Das ist die gleiche Seite Mobile. Hui! Santa! Das waren jetzt meine 100%. Das heißt, meine 25% Scrolltiefe auf Mobile auf der gleichen Seite ist hier im dritten blauen Block. Und naja, wenn ich die drei jetzt nebeneinander packe, dann sehe ich 25%, nicht 25%, nicht 25%. Ja, schade eigentlich. Lösung davon? Kombination aus beidem. Lesezeit und Scrolltiefe. Baut euch irgendwo ein Element ein, Div-Container, wie auch immer, den ihr halt eben als Visibility-Trigger verwendet, aber startet diese Erfassung nur nach einer gewissen Zeit. 120 Sekunden Lesezeit, perfekt, alles klar. Dann soll er bitte halt eben unten im Social-Media-Sharing-Bereich ankommen. Wenn er vorher ankommt, dann hat er vielleicht bloß durchscrollen wollen bis zum Footer, weil er das Impressum sehen will. Dann brauche ich den nicht zu zählen. Wenn er aber nach 120 Sekunden nach dem Lesen eines Blogbeitrags da unten ankommt im Social Media Sharing Bereich, dann ist es für mich Tatsache eine Lead Conversion. Sollte ich messen. Ich nenne das Ding Read Trigger. Kann man sehr einfach integrieren in die Seite, muss man halt mal schauen, wie das bei euch im Speziellen funktioniert. Ich merke, ich bin mega im Verzug. Ich habe das Ding dreimal durchgesprochen. In der Zeit, wo ich sonst durchgesprochen habe, hätte ich jetzt noch 20 Minuten Restzeit. Habe ich nicht mehr. Ich werde jetzt also ein bisschen den Gang hochschalten. Messen von Inhaltselementen, auch eine coole Geschichte. Ich habe hier so eine Seite, Matomo Installation. Wer danach mal suchen möchte, ich bin meistens auf Platz 1. Klickt dann gerne drauf und bleibt da drauf und geht nicht wieder zu Google zurück. Ihr pusht damit meine Visibility. Wenn ihr gleich wieder zu Google zurückgeht, ärgert er mich. Also von daher lasst das lieber. Schritt 1. Okay, ich möchte wissen, klicken die oder scrollen die Leute wirklich bis hierhin durch? Ja, nein, Gummibaum. Ich kann das messen. Ich sehe das hier entsprechend in meinem Protokoll und sehe ganz klar, jupp, das ist Schritt 1, Schritt 2 und so weiter. Das heißt also hier, der Nutzer hat wirklich Schritt 1 gelesen, er hat Schritt 2 gelesen, er ist weiter durchgegangen bis Schritt 4 und da hat er drauf geklickt. Cool, oder? Also ich habe eine Interaktion auf diesem Bereich. Hat er da drauf geklickt, auf den Link? Nee, hat er nicht. Er hat irgendwo in dem Bereich hier hingeklickt. Möglicherweise hier oben auf meine Domain.
Er hat vielleicht den Text kopiert oder sonst irgendwas. Matomo kann mir das an der Stelle nicht sagen. Was ich aber weiß ist, ich habe nicht gesehen, dass er auf eine andere Webseite gewechselt ist. Ergo, auf den Link hat er nicht geklickt. Und das reicht schon aus, um Matomo zu sagen, jupp, der Nutzer hat diesen Bereich auch schon gesehen. Also Matomo ist da sehr sensibel, was die Pixel angeht, die er gesehen hat. Kommen also hier an der Stelle so ein bisschen in Schwierigkeiten, das zu interpretieren. Aber ich sehe viele, viele weitere Sachen, wie zum Beispiel eben, er hat Schritt 5 angeklickt. Und da sehe ich auch, er hat ein Bild runtergeladen. Das ist das hier. Er hat also auf das Bild geklickt. Nein, er hat es nicht runtergeladen. Matomo ist doof an der Stelle. Er weiß nicht, dass da eine Lightbox kommt. Aber okay, ich weiß, er hat dieses Bild interagiert oder mit diesem Bild interagiert. Integration in Matomo ist relativ simpel an der Stelle. Ja, oder auch nicht. Wir müssen es durch einen Webdesigner machen lassen, entweder durch solche Events oder aber HTML-Elemente. Und wer heute schon im Vortrag von Johannes war, der wird die Dinger hier gesehen haben. Custom Fields. Und mit diesen Custom Fields lassen sich so Sachen sehr, sehr einfach in Joomla integrieren. Ansonsten über den Tag Manager lässt sich sowas auch realisieren. Ja, und dann wissen wir, okay, so geht's. Hier klicke ich mal jetzt ganz schnell durch. Das Folienset könnt ihr später euch runterladen. Das ist im Endeffekt dieser Code, den ich brauche. Und dann fängt Matomo von Hause aus an, loszulegen. Ich brauche nur die Information. Erfasse bitte den Inhalt. Wie ist dein Content-Name? Da verwende ich gerne den Pfad der Webseite, um das später besser auszuwerten. Und dann halt eben hinten diesen Content-Piece. Schritt 1, Schritt 2 und so weiter. Gut. Dokumentation zu dem Thema findet ihr hier. Ich komme nicht durch. Das wird zu knapp. Okay. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit. Wir machen noch eine Doppelsession hinten dran, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, da kommt jemand anders hier rein. Wir gehen nochmal ganz kurz nur auf das Thema Dimensionen ein. Dimensionen sind Metriken, die wir standardmäßig nicht haben. Die müssen wir zusätzlich gegen Matomo werfen. Es gibt Dimensionsmetriken auf Seitenebene. Das sind so eine Sachen wie zum Beispiel die Sprache der Webseite, Autoren oder halt eben auch so Themenkomplexe. Und damit generiert Matomo an der Stelle komplett eigene Berichte. Oder ich mache sowas auf Besuchsebene für zum Beispiel Informationen, ist der Nutzer eingeloggt oder halt eben Gast oder zum Beispiel auch der Konsensstatus. Sehr geil, Konsensstatus, weil wenn ich Consent habe, darf ich wesentlich mehr Daten erfassen als ohne. Ergo kann ich mit dem Consent-Status selektieren, habe ich die Nutzergruppe A mit Consent oder Nutzergruppe B ohne Consent und dann kann ich daraus meine Sachen machen. Generell individuelle Berichte bis zu 5 Dimensionen pro Bereich, also sowohl für Seiten als auch für Besuchsebene, könnt ihr definieren, fest definieren das Ganze, anlegen, in Matomo eintragen. Und dann sieht das so aus, wie jetzt hier zum Beispiel diese Autorengeschichte. Ich kann also wunderbar den Autor Julian sehen, dass der halt eben eine Absprungrate von 75% hat, während unser Admin-Z-Nutzer nur eine Absprungrate von 39% hat. Also irgendwie werden diese Artikel länger gelesen, weniger abgesprungen und haben halt eben auch eine längere Lesezeit. Das sind so schnelle Metriken, die ich daraus messen kann. Auf Besuchsebene sowas hier. Gastnutzer oder eingeloggte Nutzer, in dem Fall Kandidaten oder Mitarbeiter, kann man halt entsprechend auseinanderhalten. Und das Ganze lässt sich dann auch wunderbar in die Dimensionen, in die Segmente mit integrieren und dadurch halt eben die Auswertung verbessern. Integration, ganz kurz, für Webdesigner integriert man das Ganze vor dem Track Page View oder halt eben über die Data Layer Elemente im Tag Manager. Und an der Stelle eine große Geschichte. Ja, Matomo ist Open Source. Ihr könnt das kostenlos bei euch installieren. Ihr könnt vor allem auch selber in den Quellcode reingehen. Wenn euch irgendwas nicht passt, könnt ihr genauso wie bei Joomla einfach sagen, ich hätte es gerne anders oder baue selber dafür ein Plugin. Aber es gibt halt eben auch noch diverse Premium-Erweiterungen. Bloß bei 33 Sekunden Restzeit plus 5 Minuten Fragen und Antworten werde ich zu diesen ganzen Premium-Erweiterungen heute nicht mehr kommen. Ergo, das Ganze werde ich nachträglich aufzeichnen. Das werden wir dann mit Sicherheit aus dem Video hier vom Joomla Day verlinken. Aber ich denke, wir sollten uns jetzt eher auf das Thema Fragen und Antworten konzentrieren, als dass ich diesen Teil jetzt noch in 10 Sekunden durchhechel. Das lassen wir lieber. Gut. Wer hat Fragen zu diesem ganzen Themenkomplex? Grundsatzfrage, das ist einfach immer wieder Thema.
PIVIC Pro oder Matomo und warum? Die Frage ist, ob man PIVIC Pro einsetzen sollte oder Matomo. Meine Intent ist, ich mache es gerne mit Matomo, weil Matomo ist self-hosted. Ich habe einen Quellcode, ich kann auf die Datenbank zugreifen, ich kann, wenn mir die Reportings innerhalb von Matomo nicht zusagen, einfach direkt in SQL reinschauen und mir die Sachen rausholen. PIVIC Pro ist ein Fork von Matomo, respektive von PIVIC damals gewesen. Ja. Matomo hieß bis 2019 PIVIC. PIVIC Pro ist ein Fork daraus gewesen, hat sich dann mehr oder weniger immer weiter abgespalten, ist ein Closed-Source-System, wird als Software-as-a-Service angeboten. Es gibt eine kostenlose Variante, wo ich also mich auch um die administrativen Geschichten nicht kümmern muss, braucht, wie auch immer, kann man einsetzen. Kleines Handicap dabei, schau dir mal den Vortrag vom letzten Jahr an. Du wirst das Problem haben, du kannst PIVIC Pro, glaub nur in der Enterprise-Version, dann halt eben auch in den Endpunkten anpassen, dass da also nicht mehr PIVIC Pro irgendwo in der Domain oder PIVIC irgendwo in der Domain drin steht. Das heißt, du verzichtest bei solchen Systemen genauso wie auch bei der Matomo Cloud auf alle Nutzer mit Adblockern. Weil immer sobald das Wörtchen Matomo, PIVIC, E-Tracker, keine Ahnung was, Plausible, auftaucht in der URL, sagen die meisten Adblocker, ganz ehrlich, keine Lust, dir sende ich keine Daten. Und wenn du halt eben eine Webseite hast, wo du viele technikaffine Nutzer hast, verzichtest du teilweise auf 40, teilweise auf 60% deiner Besucherdaten. Ich habe eine Webseite in der Betreuung, die sind mega technikaffin, also die Kunden, die Betreiber natürlich erst recht. Und dort verlieren wir je nach Wochentag, muss man dazu sagen, am Wochenende weniger als in der Woche. In der Woche verlieren wir teilweise bis zu 60% der Benutzerdaten. Nur an Nutzer mit. Da ist noch nicht mal der Verlust von dem Consent-Banner drin. Also der Consent-Banner verliert ja nochmal eine ganze Menge. Also wenn wir halt in Google Analytics an der Stelle parallel haben zu Matomo, haben wir teilweise eine Diskrepanz von 80%. Und das ist ja eigentlich nur noch Raten auf hohem Niveau, würde ich sagen, als dass man da irgendwie Zahlen hat, auf die man sich verlassen soll. Das Beispiel vom Anfang, gehe ich rechts oder links lang. Bei 20% Datenqualität ist die Frage nicht wirklich gut zu beantworten, wenn ich dann halt mich viele, viele Nutzer gar nicht messen kann. Also von daher, ja, PIVIC Pro hat seine Berechtigung, ohne Frage. Die haben ein super geiles Consent-Management-Tool dort mit integriert. Ist Matomo nicht, oder? Matomo bietet gar kein Consent-Management-Tool an. Also da muss man sich halt eben auf eine eigene Integration schaffen, aber ich bin mir sicher, in der Joomla-Community gibt es eigene Consent-Management-Tools, die man irgendwie als Erweiterung integrieren kann. Habe ich mich vorher nicht schlau gemacht, sorry. Aber zumindest ist es bei uns beim Contao halt so. Und von daher, man muss nicht immer die großen wie User-Centrics oder ähnliches nehmen. Wenn man halt eben sowieso bei E-Recht 24 ist, kann man das natürlich machen, aber achso, das war kein Werbeblock hier. Gut, dann aber noch eine Frage. Nachdem du selber gerade angesprochen hast, Plausible, was sagst du dazu? Sind dir das zu wenig Daten? Oder, weil das kannst du ja genauso selber hosten. Ja, das Plausible kannst du. Thema, also du hast dann, du hast kleineren Tracking, also ne, du hast weniger JavaScript, was übertragen wird. Plausible ist eine sehr nette Geschichte, wenn du nur Kernmetriken messen willst. Aber sobald du halt wirklich ein bisschen Deep Dive machen willst, ist das schwierig. Es gibt auch keine Möglichkeit, Plausible zu konfigurieren, dass du deinen eigenen Traffic rauslässt. Die sagen dann, wenn du das möchtest, dann installiere dir bitte einen Adblocker. Das ist die einzige Möglichkeit, eigenen Traffic auszuschließen. Was bei Plausible. Was meinst du mit eigenen Traffic? Na, wenn du selber auf deiner Web... kann ich, das habe ich auf meiner... Also du musst da einfach einen Link in deine Datenschutzerklärung selber einbauen. Da wird ein Cookie gesetzt in deinem Browser und ja, das ist genau. Kein Problem. Genau, wenn du dann, wenn du den Cookie... Link einfach in meiner Datenschutzerklärung, den klicke ich einmal an und dann merkt sich das ja für ewige Zeiten. Also wenn dann habe ich mich selber ausgeschlossen. Dann habe ich mich genau einmal getrackt. Ja und nein, nicht für ewige Zeiten. Dieser Link wird per JavaScript gesetzt. Jedes iOS-Gerät killt dir den JavaScript-Cookie nach 7 Tagen. Nö. Also meins nicht. Safari killt dir dein per JavaScript gesetzten Cookie normalerweise nach 7 Tagen. Also so ist es zumindest die jüngsten Informationen. Also spätestens. Guck mal nach. Gerne. Bevor ich jetzt was Falsches erzähle, gucke ich lieber nochmal nach. Ja. Also es gibt halt eben wirklich die Intense von den einzelnen Browsern, dass halt Cookies, die per HTTP gesetzt werden, die haben eine längere Lebenszeit als ein Cookie, der per JavaScript gesetzt wird. Aber das musst du einfach mal gucken. Im Zweifelsfall muss man halt hin und wieder mal selber drauf gehen. Oder sich eine eigene Landingpage machen, wo der Cookie gesetzt wird. Mache ich auch für Matomo-Kunden so, dass wir halt ihm sagen, okay, hier hast du eine Startseite, da wird dir jeden Morgen ein Cookie frisch gesetzt, damit du sicher bist, dass der gesetzt ist.
Der leitet dich dann auch richtig auf deine normale Domain weiter. Alles ist schön, du merkst das gar nicht. Also sprich, einfach nur Browser öffnen, der ruft diese Seite auf, leitet sich weiter, ist dann draußen. Kann man alles machen, ganz klar. Ja, wie gesagt, wenn, sobald du halt eben mit Kernmetriken zufrieden bist, ist alles schön. Ich wenn glaube, du aber ein Deep Dive... Also du kannst ja Tagging kannst du ja komplett einrichten im Browser selber. Das ist mir neu, dann doch, ist das doch, etwas, doch, was jetzt neu dazugekommen ist. Also Event-Tracking war mir jetzt nicht klar, dass das im Browser mittlerweile möglich ist. Naja, du musst das halt, du musst dir das selber aufbauen. Ne? Also du musst dir die Geräte schon so ein bisschen selber... Es ist mit Sicherheit komplizierter, wenn du das mal tun. Nein, ja, also jedes System hat seine Vor- und Nachteile, muss man ohne Frage sagen. Es ist ja genauso wie beim CMS. Ich mag Contao, ihr mögt Joomla, deswegen sind wir uns trotzdem die Spinnefeind. Also von daher, es kommt immer wirklich auf den Use Case drauf an und plausible ist. Wann man vielleicht was besser einsetzt, aber du sagst auch so, also ich würde zum Beispiel im E-Commerce-Bereich würde ich dann wahrscheinlich schon Matomo auf jeden Fall wählen. Aber so gerade für die Kleinkunden von der Übersichtlichkeit ist es doch tatsächlich wahrscheinlich eine Alternative auch. Ne? Und vor allem, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund, die Reporter von Plausible sehen einfach wesentlich sexier aus, als das hier, was Matomo uns anbietet. Also die GUI von Matomo und die Möglichkeiten der Reportings innerhalb von Matomo sind gruselig. Deswegen benutze ich an vielen Stellen die Reporting-API von Matomo, weil ich einfach sage, okay, ich hole mir die Daten einfach raus. Visualisiere die selber, entweder dass ich direkt die Sachen in Excel halt eben exportiere oder gar eine eigene Visualisierung hinten dran schalte. Oder aber die Daten einfach nur exportiere und mir zum Beispiel in Power BI oder ähnlichen Sachen weiter anzeige. Also ich habe auch Kundenprojekte, wo wir die Daten komplett in eine separate Reporting, ein Data Warehouse überführen und von dort aus mit Apache Superset bzw. mit Metabase visualisieren und dort noch weitere Daten reinholen. Also alles das ist wunderbar möglich. Ja, mir geht es da auch vor allem so um diesen Punkt, dass ich sage, ich habe Kunden, da kannst du es aufsetzen, die gucken da zweimal rein und dann nie mehr. Ja. Ne? Und bei Plausible habe ich halt eher das Glück vielleicht, ne, weil es ein bisschen, wie du sagst, ein bisschen sexier halt ist. Ne? Und dass die sich eben so ein bisschen was selber rausziehen kann. Genau. Wir können, wie gesagt, gerne in der Pause noch weiter darüber sprechen. An der Stelle vielen Dank, dass ihr da wart. Und keep on tracking. Und danke.